Vor allem muss man einfach sagen, dass die Munition in Anführungszeichen relativ teuer ist. Wenn man die immer regelmäßig verschießt oder so, dann, ja. Ja, da muss man halt dann aber auch ganz ehrlich sagen, das ist eine Betriebsausgabe, das ist steuerlich absetzbar und dann ist das in Ordnung. Seid ihr bereit? Aber sowas von. Aber sowas von. Ja, dann bin ich mal gespannt, was ihr heute zu meinen Vorschlägen sagt. Ja. Oh, ich habe euch heute erstmal das Version 2 Rubberband Gun with Mag mitgebracht. Weil Reinhold, habe ich es so abgespeichert, der ist noch so ein richtig großer Bürokrieger. Und da dachte ich, vielleicht gefällt euch das. So ein richtig großer Bürokrieger im Homeoffice. Ich schieße das Ding immer weg und dann renne ich immer hinterher und sage, ja, yeah, ich habe keinen getroffen. Nee. Du schießt doch deine Katzen ab. Ja, schon. Ja, die bringen dir auch wieder die Gummibänder. Das ist ganz praktisch. Ja, gibt's noch mehr? Wie funktioniert es? Was tut es? Haben wir noch? Du kannst tatsächlich, also ich habe schon Videos dazu gesehen. Schade finde ich, dass es hier jetzt kein Video gibt oder so. Aber du kannst es tatsächlich laden mit so einem Magazin und du kannst es auch wirklich ganz normal abschießen. Ja, wie als wäre das eine richtige Pistole. Großartig. Also hier ist natürlich, kommt dieses Magazin rein, ja. Also ist schon sehr pfiffig gelöst, muss ich sagen. Ja. Ich würde sagen, für alle diejenigen, die sagen, Homeoffice finden wir doch nicht so toll, wir wollen, dass die Leute ins Büro zurückkommen. Ach, warum sollen sie denn ins Büro zurückkommen? Ja, deshalb, wegen solchen Dingen. Genau, eigentlich schon, oder? Oder nicht, also, Matthias? Also für mich sieht es eher aus wie so eine arme Leute-Version von Nerf Guns. Und von dem her, also für mich ist das leider Abfall und Gun weg. Ja, aber Nerf Guns sind auch echt teuer. Also wenn man hier mal die Werbung, dann, die kann ich auch nicht. Ja, vor allem muss man einfach sagen, dass die Munition in Anführungszeichen relativ teuer ist. Wenn man die immer regelmäßig verschießt oder so, dann, ja. Ja, da muss man halt dann aber auch ganz ehrlich sagen, das ist eine Betriebsausgabe, das ist steuerlich absetzbar und dann ist das in Ordnung. Okay, damit ist eigentlich alles gesagt. Okay, gut. Okay, ja. Kommen wir zur Nummer 2. Das haben wir schon mal gehabt. Können wir gleich weitermachen. Das haben wir schon mal gehabt. Von der Länge her nicht. Das ist genau, wir hatten schon welche, wo du anhalten kannst, wo du sagen kannst, okay, anhand des Kopfes, ne? Also was ist das dann für eine Schraube? Aber das ist lustig, dass man hier die Länge mitbestimmen kann. Also man könnte sie natürlich auch einfach mit einem Zollstock abmessen. Das wäre natürlich auch möglich. Aber für alle Menschen, die sowas nicht zur Hand haben, Ich schenke dir mal so eine ganz große Kiste und ich mache mir den Spaß und gehe einmal durch den Baumarkt und schmeiße einfach jede Schraube rein, die ich finde. Ja. Und dann wünsche ich dir viel Spaß, dann mit dem Zollstock den Scheiß auseinander zu dividieren. Guter Punkt. Also ich muss auch sagen, ich hatte auch schon so einen Haufen von Schrauben und wäre sehr froh gewesen, wenn ich das nicht mit einem Zollstock, sondern mit so einem Tool hätte messen können. Ich hab bei einer Elektroinstallationsfirma gelernt und ich durfte auch Strafarbeiten, hätte ich jetzt fast Strafarbeiten gesagt, im Lager machen. also ich kenne die Situation, Schrauben zu sortieren, im Schalttafelbau, ich kenne das. Grüße gehen raus an den Ausbilder früher. Ja, nee, ich kenne den Scheiß. Also insofern hätte in dem Augenblick geholfen, aber irgendwann entwickelt der Mensch unglaubliche Fähigkeiten, dass er irgendwann Längen von Schrauben ziemlich gut erkennen kann, wenn er davon hunderte sortiert hat. Es funktioniert. Also wissen wir auch, dass dein Nachfolger als Azubi später nochmal alles durchsortieren durfte, weil das wahrscheinlich irgendwann nicht mehr gestimmt hat. Ja, weil Reinhold am Ende nochmal alles durcheinander gemischt hat. Einfach nur, dass der Nächste genauso Scheiße hat. Oder der Ausbilder. Nicht feststellen können. Du, ich glaube, das muss man gar nicht. Bei so einem Lager, was da offen steht, wo die Leute ihre Fahrzeuge bestücken können, da sagen, aber hier Schrauben ab, brauche ich doch nicht. Schmeiß ins falsche Fach rein. Ich glaube, das ist gang und gäbe. Ja, okay. mit Kanban und Lean und schieß mich tot, läuft das heute ja anders. Ja, ganz anders. Absolut. Ja, also dadurch, dass jede Firma das eh schon umsetzt. Ja, unbedingt. Und auch die es dann wirklich aktiv umsetzen, dann halt auch super umsetzen. Ja. Ausschließlich, ohne Ausnahmen. Exakt. Also Agile ist im Bereich Handwerk auch einfach schon sehr integriert. Also das ist sehr weit verbreitet.
Muss man sagen. Also, ja. Also, sorry für den thematischen Ausschwenk jetzt, aber ich glaube, das Handwerk hat Agile erfunden, weil auf 30 Baustellen gleichzeitig zu spät zu sein, da kannst du nur Agile arbeiten. Hier nochmal ein Laptop-Stand. Wir hatten schon mal einen, aber den fand ich jetzt einfach noch ein bisschen besser umgesetzt, weil es auch wieder so einfach ist. Der ist ja mega, mega simpel. Ja, ja, da sind Honigwaben drin, dann ist Reinhold verliebt. Das ist so einfach mit dem Das Jungen. Sowieso. Ey, Honeycomb ist echt der Hammer. Also und einfach und schnell und ja, also das ist ein sehr, sehr, sehr fixer Druck. Aber du musst hier ein bisschen aufpassen. Du lädst praktisch dieses 3D-Modell runter und dann lässt du praktisch Boden und Deckel weg in deinen Druckereinstellungen, also im Slicer, für die Leute, die Bescheid wissen, was wir meinen. Mhm. Und nur wenn du den Deckel weglässt und als Füllung Honeycomb nimmst, dann kommt es auch so raus. Du kannst natürlich auch eine andere Füllung nehmen und dann sieht das anders aus für alle Nicht-Honeycomb-Freunde. Aber wer ist schon kein Honeycomb-Freund, muss ich da sagen, oder? Aber es gibt doch auch, ja. Ist ja, dass im Default das Bauteil so konstruiert ist, dass es nicht für Nerds ist, sondern dass es einfach aussieht wie normales Spritzgussteil. Ja. Ja. Da können, aber jetzt kommt ja, du kannst ja auch außer Honeycomb genau auch andere Infill-Methoden wählen. Da gibt es auch irgendeine, die so virtuos ist, wo da so die Fäden alle so kreuz und quer gesponnen sind. Also ja. Das fängt dann noch besser den Staub, wollte ich sagen. Ja, ja, natürlich. Also Honeycomb kann man tatsächlich sehr, sehr gut aussaugen, würde ich sagen, an der Stelle. Ja? Aber wer saugt schon seinen Laptop? Ja, eure Probleme will ich haben. Ich ja, hab einen Laptop ohne also, Lüfter, da brauchst du nichts aussaugen. Ja, ist okay. Nee, ist gut. Wir machen einfach nächsten Montag mal eine Übergabe, Matthias. Und dann tauschen wir mal Probleme, okay? Das ist sehr gut, ja. Low-Profile-Head-Hook. Also, das ist ein Scheiß. Nein, Moment. Ich fand einfach die Idee sehr clever hier. Weil für so Kappenträger wie mich oder Reinhold ist das tatsächlich so ein Ding, wo man sagt, ja, wenn ich das halt in der normalen Garderobe unterbringe, dann nimmt das eigentlich immer so einen Haken weg, wo eigentlich ein Mantel hängen könnte. Ja. Und ich werd, also bei mir im Haushalt, die anderen Haushaltbewohner regen sich ab und zu mal auf, dass da nicht so viel Platz an der Garderobe ist und dass da so viele Kappen hängen. Aber also insofern, deine Lösung ist jetzt, einfach einen neuen Haken zu machen, der aber nur für Kappen ist, sodass du dann eine reservierte Haken hast für deine Kappen. Ja. Also ich bin dabei. Ich druck das Ding nachher. Also einfach, weil es so geil ist. Bei mir liegen die Kappen entweder, genau, sind sie, hängen sie auf der Garderobe und nehmen dann halt immer oben so ne, das letzte Stück, also das Topping weg. Das heißt, du musst immer die Kappen wegnehmen, um an die anderen Klamotten ranzukommen. Oder eben halt, man schmeißt die Dinger hier auf die Kommode drauf, was dann auch blöd ist, weil da irgend so ein Berg von Kappen liegt. Also, geil. Ich sehe schon, Reinhold. Herzlich willkommen zu die 300 Druckstelle heute für Menschen ohne Haare Edition. Ja. Ja, Mann. Eine Druckerumhausung, wo der Hersteller tatsächlich gesagt hat, okay, wir verkaufen das, aber wir machen es auch wieder Open Source. Das heißt, jeder kann sich es runterladen, jeder kann sich selber bauen und drucken. Das wollte ich jetzt nochmal so als kleinen Shoutout am Schluss eigentlich platzieren, weil ich das einfach jedes Mal wieder genial finde. Wenn man eines seiner Produkte eigentlich so offenlegt, dass theoretisch es sich jeder auch einfach selber basteln kann. Krass. Also das Coole vor allem ist hier Thema Logistik und so weiter. Also wenn ich halt in Neuseeland hocke und das halt auch haben möchte, aber der Hersteller halt in Tschechien sitzt, dann tut man da der Umwelt halt einen ganz, ganz großen Gefallen. Mhm. Und sind wir mal ehrlich, wie viele drucken sich das selber? Die hätten sich dann sowieso nicht gekauft, weil ihnen das Geld nicht wert gewesen ist. Und wenn man sich mal ausrechnet, wie viel Zeit das braucht, damit das wirklich gedruckt ist. Steht da, 22 Stunden, 11 Minuten. Siehst du? Das ja, steht da. 130 Gramm Kunststoff ist auch jetzt nicht so teuer. Also, ja. Aber natürlich braucht man die Acrylglasdinger und so. Ja. Und die restlichen Platten brauchst du auch noch. Aber es ist auf jeden Fall, also ich würde sagen, du kriegst das günstiger, vor allem wenn du vielleicht noch 2, 3 Freunde hast, wo du dann zusammen die Bestellung für die Wände machst. Also was einfach mega, mega da dran ist, ist halt wirklich, ja genau, einfach diese, das ist nicht irgend so ein Community-Ding, sondern das ist von dem Hersteller dieses Druckers, der das dann seiner Community anbietet. Das finde ich einfach,
Genauso. Das Produkt wird verkauft, aber eben halt auch als, also das ist einfach, da muss jemand sehr überzeugt davon sein, dass, von dem Produkt. Also, dass ich sage, ich mache ein 3D-Druckprojekt, was Produkt, was man sich aber auch selber drucken kann. Das ist einfach, das ist für mich 100% die Philosophie. Also geil. Mhm. Absolut. Und das Schöne ist für alle, die sagen so, ja, dann geht die Firma pleite. Nein, die Firma geht nicht pleite. Die Firma gibt es seit irgendwie 10 Jahren und die treiben den Markt vor sich her. Zumindest in den letzten paar Jahren. Ja. Gerade überlegen sie sich, ob sie den nächsten großen Wurf machen oder nicht. Aber also es ist nicht so, dass man, wenn man sowas Open Source macht, dass man dann den Laden zusperren muss. Aber genau, wie ist das von dem, das Case jetzt an sich, das Enclosure, ist ja so, dass das auf dem auf diesem bekannten Modell, das heißt, da muss nicht unbedingt ein Prusa rein, sondern da könnte auch irgendein anderer Ender 3-Drucker rein. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es nicht lange dauern wird, bis die entsprechenden Benutzer von solchen Druckern das modifizieren und sagen, ja, alles klar, ich baste das jetzt noch so hin, dass auch das Display vom Ender halt vorne dran passt und nicht nur das vom Prusa. Ja. Ja, genau. Okay, gut, das war es leider schon wieder für heute. Lasst uns doch bitte unten einen Kommentar da, was hat euch heute am besten gefallen. Wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, bitte abonniert diesen Kanal. Oder ihr seid auf LinkedIn unterwegs, dann folgt unserem Hashtag die 3 von der Druckstelle. Und ansonsten freut es mich jedes Mal, dass ihr wieder dabei seid, ihr zwei, und auch an alle unsere Zuschauer, dass ihr so fleißig mitschaut. Und bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.